Am Nürnberger Hauptbahnhof attackierte ein 39-jähriger Pakistaner einen Polizisten, der per Faustschlag da niedergestreckt wurde und an den Folgen dieses Schlages jetzt verstorben ist. Lothar Wieler gibt ein Interview und blickt zurück auf die Jahre, in denen er ja, die sogenannte Pandemie hier gemanagt hat beim RKI und sagt, dass es so spalterisch wird, hätte also er nicht gedacht. Nun, lieber Lothar, du warst da ganz, ganz eifrig dran beteiligt. Der FC Bundestag, die Hobbymannschaft der Bundestagsabgeordneten, kommt jetzt mit einer ganz, ganz integrativen Idee. AfD-Mitglieder sind dort in der Mannschaft ab jetzt nicht mehr willkommen, werden ausgeschlossen. Die Oberdemokraten haben das entschieden, die Grünen feiern das natürlich. Und wir kennen das, diese 20% der Bevölkerung, mein Gott, kann man ja ausschließen, nicht wahr? Eine Umfrage zeigt, dass die Union mit Markus Söder die größten Chancen hätte, den Kanzler stellen zu dürfen. Friedrich Merz etwas schwächer und mehr muss man über den Zustand dieses Landes eigentlich kaum wissen. Markus Söder tatsächlich der chancenreichste Kandidat für die Kanzlerschaft 2025.